T-Shirts, Tonträger, T-Shirts, Tonträger, CDs, Videokassetten, Filmregisseure, Mannerschnitten, Ball, Sportverein, Tonträger und im Großen und Ganzen. Wobei das eigentlich Wesentliche heute dieses große Werk der Kulturphilosophie ist, wo also nun denn wirklich sozusagen philosophisch alles grundgelegt ist, was in Fettwerk seit der Leid schon nur so sozusagen nur leicht zum Anklingen kommt. Hier ist es sozusagen wirklich fundiert, niedergelegt, Fettwerks aus eigener Feder, Hermes Fettwerks Predigtdienst. Und zwar, das Kirchenjahr hat ja 52 Sonntage und durch 3 Jahre hindurch, erst nach 3 Jahren wiederholt es sich. Und da habe ich für jeden Sonntag eine wunderbare Sonntagspredigt geschrieben. Damen und Herren, Schwestern und Brüdern, Herr Professor Heberle-Bors aus Seibersdorf, wo die Atome sind. Darf ich Sie hierher bitten? Danke. Der Sportverein wird ja torpediert mit Manifesten, die uns zugeschickt werden, dass Sie ein ganz ein Böser sind. Oh, also, wirklich? Sozusagen, so aus? Sie haben auch ein Buch geschrieben. Ja. Heberle-Bors. Halten wir es daneben. Sozusagen, wir kämpfen mit diesen beiden Büchern. Herausforderung Gentechnik. Predigtdienst. Oh. Mal sehen, wer gehen. Weiche. Nein, also... Ich habe Knoblauch gegessen heute. Warm ist hier. Gell? Wahnsinn. Ja, wer unter die Kameras gerät, kommt darin um. Lieber Herr Professor, gentechnisch einwandfreie Frukade oder genmanipulierten Eierlikör? Nein, das ist gar nicht wahr. Also, was hätten Sie gerne? An sich wird Wodka aus Kartoffeln gemacht, aber ja? Eierlikör. Ja? Aber Eierlikör wird wiederum seinerseits aus Wodka gemacht. Ja, oder? Weiß nicht, ich kenne diese Sorte von Eierlikör nicht. Ja, ich glaube, ja? Das wird, ja. Da kommen ja nur die Eier dazu, also die Eier selber gären nicht. Ja, die sind auch nicht, die sind wahrscheinlich auch nicht transgen. Ja, da müssen wir überhaupt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Womit könnten Sie sich anfreunden? Eigentlich lieber Frukade, weil Alkohol bin ich nicht so drauf derzeit. Lieber Robin, vielen Dank. Danke. Würden Sie den Tisch dagegen halten? Ein Wahnsinnstisch. Danke. Nein, das ist ja überhaupt die Idee, dass wir das da aufgeschraubt haben. Aha. Auch wir kommen langsam auf was drauf. Ich glaube, es war in der 13. oder 14. Show, wo wir auf diese Idee kamen. Prost. Zum Wohl. Herr Professor, warum ausgerechnet die Kartoffeln? Ich esse gern Kartoffeln. Diese Erdäpfeln haben Knollen. Die schneiden sie auf. Die sind Knollen, ja. Also nach oben. Also das Erbgut ist das in dem Kraut. Nicht in den Wurzeln, in den Knollen. Da, überall, ist in jeder Zelle drin, ist das Erbgut. Wurscht. Das ist Wurscht. So wie bei einem Woody Allen-Film, wo nur Wurscht mehr die Nase von seinem Vater überblieben ist. Ja. Dann hat aus der Nase von dem Diktator den ganzen Diktator redupliziert. Aha. Ist das so ungefähr? Ja, also Reduplikation ist ein Grundprinzip. Also das heißt, man kann jeden Menschen, egal wo, ein Futsal ausschneiden und da ist eine ganze Erbinformation drin. Da ist eine ganze Erbinformation. Auch nicht nur in den Hoden zum Beispiel oder in den Gebärmüttern. Nicht nur, nein. Ach so, überall. In den Eierstöcken. Überall. Sogar in den Haarwurzeln. Egal was, wenn Sie ein Futsal von mir haben, können Sie mich schon reduplizieren in ein paar hundert Jahren. In ein paar hundert Jahren vielleicht. Schon, aber so stellen wir das vor. Aha, und da schneidet man ein Stückchen von der Erde dafür runter, dann tut das unter einem Mikroskop. Ich meine, ich frage jetzt laienhaft. Das heißt, Sie tun das unter dem Mikroskop und dann sieht man da so richtig diese, das ist ja so ein Latter, so eine geschwungene, diese Doppelhelix. Genau, die bohrt sich so hinein. Die sieht man so richtig, unter dem Mikroskop liegend. Nein, das sieht man nicht. Die DNS ist so eine, die kann man nur ist eine kleine Substanz. Einfühlen. Die kann man. Nein, aber man kann sie fällen. Die DNS ist als Substanz löslich in Wasser. Und wenn man sich das anschaut im Reagenzglas, das schaut aus wie normales Wasser. Aber wenn man es schüttelt, dann passiert was. Dann wird es so zähe Flüssigkeit. Also nicht so leicht schüttelbar wie normales Wasser, sondern das ist ganz, wenn man mit dem Stab reinfährt, dann zieht es lange Fäden. Ne? Die,
DNS ist ja ein langer Faden aus einzelnen Bausteinen. Und den sieht man da auf dem Mikroskop? Das sieht man im nackten Auge sogar. Diesen DNS, diesen Faden. Das ist nicht ein einzelner DNS-Faden, sondern mehrere Fäden aneinander. Also das sind hunderte Gleichinformationen tragende. Ja. Und nur, aber das Einzelne jetzt, aber Sie müssen ja dann das eine Gen gegen das andere Gen austauschen. Das geht dann nicht physisch vor sich, sondern chemisch. Biologisch, würde ich einmal sagen. Also, Sie, ich habe mir das so vorgestellt, Sie nehmen dann ein besonders scharfes Skalpell, schneiden das kleine Gen aus so, ja, ja. Und tun das andere Gen aufoperieren und nahen es an. Ja, nein, ich frage, das ist gar nicht schlecht gesagt. Es gibt so Scheren, man nennt das molekulare Scheren oder der Genetiker nennt das Restriktionsenzyme. Und das sind aber eigentlich nichts anderes als Scheren. Die schneiden DNS-Faden an bestimmten Stellen und dann kann man aus einem langen DNS-Faden kleine Stücke machen. Weil dieses Mittel genau mit dem nur reagiert, wo sie reagieren sollen. Und darum geht es. Ja, das ist so wie eine Art Magnet. Ne? Die DNS-Moleküle, das ist ja so diese Doppelhelix. Also diese auf chemischem Weg verändern sie die Gene, nicht handwerklich, also indem sie schnitzen. Es ist viel Handwerk dabei, aber der eigentliche Schnitt dieser Restriktionsenzyme, das ist ein chemischer Vorgang. Machen sie nicht von Hand? Nicht von Hand, nein. Nicht von Hand. Nein. Sondern da pipettiere ich was in einer Reagenzglas. Und jetzt, also im Zuge dieser Vorbereitung haben wir das dann so gedacht, also jetzt hat man erst entdeckt, dass die Atome, wenn man die zerteilt, dann kommen Elektronen und so weiter, dann zerteilt man wieder, dann kommen die Quarks, und dann, wenn man die Quarks zerteilt, dann kommen die Partonen, das ist mir jetzt ja ganz neu, habe ich gelesen. Ja. Und wenn man die zerteilt, wer weiß, vielleicht kann man die auch noch zerteilen, und die zerteilt man wieder, und zerteilt man wieder, und im 17, was weiß ich, in 17 Jahren kommen sie drauf, die kann man noch mal zerteilen, und dann zerteilt man, zerteilt man, zerteilt man, und irgendwann einmal kommt man drauf, dass gar nichts gibt auf der ganzen Welt, sondern alle Positionen, die denkbar waren, dass besetzt sind, im ganzen Universum, ist Gott der Herr, der so ungefähr wie der schnelle südamerikanische Wassersalamander eine Position nach der anderen anhupft, in Bruchteilen von Sekunden alles durchhupft und wieder da ist. Und während es Wissenschaftler glaubt, das sind lauter Teilchen, ist das alles nur er, der sich anstrudelt. Ja, wir Ihrer, ja. Und es glaubt, wir sind. Ich meine, jetzt nur mal rein theoretisch, das ist jetzt nur fantasiert, Samstagabend, Unterhaltung und so weiter, verstehen Sie, was ich meine? Jetzt könnte zum Beispiel sein, wie zum Beispiel beim Computer diese Viren, da steht dann oben, was weiß ich, wenn ich, also zum Beispiel, Sie nehmen dieses neue Gen und ersetzen es durch das alte Gen, und da ist dann in dem Gen drin Gott der Herr, und der sagt, jeder, der mich enthält, wird am 7. April 7000 zu Bröseln zerfallen. Aha. Was ist aber dann? Am 7. April? 7000. 7. April ist Ostern. Sag mal, das ist ein Virus in dem Gen. Im 7. April 7000 steht dann dran, alles, was mich enthält, also was mich gegessen hat, was je durch mich durchgegangen ist, wo ich drin bin, das zerbröselt und zerfällt. Als Rache, weil ihr es verändert habt. Kann man das mit Sicherheit ausschließen? Schwierige Frage, wirklich. Ja. Ich glaube, wir tun das, was wir tun, schon nach bestem Wissen und auch Gewissen. Ich glaube durchaus in diesem Doppelsinn, dass das auch nach bestem Gewissen geht. Und ich glaube auch, dass ich zum Beispiel in dem Buch, was ich geschrieben habe, durchaus jetzt eben ethische Aspekte der Gentechnik, der Genetik inkludiert habe. Also ich glaube, dass die Genetiker insgesamt, die Molekularbiologen, sich diese Fragen sehr viel stellen, ob das was sie tun, dass sie das auch tun dürfen, ob das sinnvoll ist. Weil es ist doch eigentlich ein sehr tiefer Eingriff in das, was uns eigentlich setzt, was uns Menschen, aber auch andere Organismen ausmachen. Wir greifen schon sehr tief ein, und da fragt sich jeder, der Genetiker, aber auch die Gesellschaft, ob das auch sinnvoll ist und ob wir das machen dürfen, also die Ethik und dahinter. Sie, sehr geehrter Herr Professor, machen das jetzt, damit die Erdäpfel nicht so schnell fallen und länger? Also man hat ja bei Fliegen herausgefunden, wenn man Tagesfliegen genetisch behandelt, leben sie 1/4 Tag. Habe ich irgendwo gelesen. Ja. Und Sie schreiben ja dann da drin in den Büchern, dass es Grenzen gäbe, wo Sie dann aus Seibersdorf heimgegangen. Sie würden nicht überall mitmachen. Zum Beispiel homosexuellen Gen und Dickleibigkeitsgen und all das. Und also ich will erst mal richtig... Das ist ja sympathisch, da kommen die Eltern und sagen ihre Geschlechtsteile. Der Arzt sagt dann so, der wird schwul, ein bisschen dicklich.
Dann sagen sie, tun sie das weg und machen sie einen Arnold Schwarzenegger. Ja, genau. Ich meine, ne, das ist ja, ist das ja gesetzlich erlaubt im Augenblick? Es ist gesetzlich nicht erlaubt, dass man in die Keimbahn, in das Erbgut des Menschen eingreift. Das ist, das ist per Gesetz verboten. Und bei Viechern ist schon ein bisschen erlaubt? Bei Viechern ist schon ein bisschen erlaubt und bei Pflanzen auch. Ja. Bei Pflanzen dann überhaupt? Ja, nicht überhaupt. Ich meine, erlaubt ist es schon, aber auch das geht durch verschiedene Prozesse der Kontrolle. Da gibt es ja jetzt, das haben Sie wahrscheinlich auch gehört, diese Freisetzungsversuche. Die Anträge sind jetzt in letzter Zeit gestellt worden. Von Ihnen oder in Deutschland? In Österreich. In Österreich? Nicht von mir persönlich, sondern von Kollegen. Und ich bin ja nicht von Seibersdorf selber, sondern ich bin vom Institut für Mikrobiologie und Genetik an der Universität Wien, aber ich arbeite mit den Kollegen in Seibersdorf zusammen. Und wo ist jetzt das Sackerl mit den veränderten Helixen? Wo befindet sich das konkret im Augenblick? Während Sie jetzt da sitzen und auf Essen nicht aufpassen, ja, haben Sie es mit? Ich hätte es vielleicht mitnehmen sollen, ja. Ist das in einem Tresor? Nein, es ist nicht ein Tresor, das ist in einem Gefäß drin, was mit flüssigem Stickstoff angefüllt ist. Und das sind so kleine Epruvetten drin, so kleine Plastikgefäße, wo die DNS als Lösung drinnen ist. Und wenn die jetzt ausrinnen, sagen wir, ist da eine Betonwanne, wo die nicht durchkennen, oder ein Blech, oder... Ja, es sind verschiedene Sicherheitsvorrichtungen. Also, diese Erdöpfchen sind jetzt noch in einem ganz, ganz, ganz scharf und soldatenbewachten Umgebung. Ma, glauben Sie das jetzt wirklich? Ich habe keine Ahnung. Also, wenn also, das mit den Bröseln... Würden Sie das vorschlagen, dass man das tut? Nein, 7. April 7000, wenn dann aber dieses Virus dran ist und sagt, alles, was mich enthält, wird zu Bröseln. Ja, ja. Wer haftet das? Das zu Brösel gehen. Ja. Naja, wenn alles zerbröselt wäre, dann kann nur noch der liebe Gott haften, fürchte ich, wenn alles zerbröselt. Aber er ist eh der Wassersalamander selbst. Ja, ja. Ich habe natürlich nur, zum Beispiel, es hat schon wer solche Erdöpfchen gegessen, also bei den Paradeisern sind die ja sogar schon am Markt sein, oder was? Ja, ja, da gibt es diese Anti-Gatsch, Anti-Matsch. Anti-Matsch. Gatsch, ja. Genau. Gatsch. Die gibt es in Amerika, die Flavor Saver Tomate, oder wie sie auch mit dem Handelsnamen heißt, McGregor. Weil das ist irgendwie so Assoziation zu Kleinkind-Motiven, Jugendmotiven, also die halt gern isst. Und Flavor Saver drückt aus, dass das halt gut schmecken soll, ne? Weil eben diese Anti-Matsch-Tomate, die kann man ernten, wenn sie reif ist, wenn sie am Stock ausgereift ist. Und wird nie wieder wird am Planeten ein Paradeiser faulen. Die faulen trotzdem. Das ist so eine Übertreibung in den Medien, dass sie überhaupt nicht matschen. Ja, natürlich. Ja. Ich habe dann natürlich gelesen, mir angelesen, schnell natürlich, also was weiß ich das zum Beispiel. Dann die Landwirte werden abhängig von einigen wenigen Marken und Firmen, die diese Marken dann anbieten, weil die sind ertragreicher als die anderen. Also es wird Sorten sterben. Mhm. Ist das, soll man das wirklich tun, was sie tun? Ich glaube, dass das nicht ganz richtig ist. Das sind eher Horrorszenarien, die so entwickelt werden, um jetzt nun eine Stimmung gegen die Gentechnik zu schaffen. Also ich bin wirklich Sine Ira et Studio. Aha. Ich bin auch fasziniert, dass man zum Beispiel länger leben kann, wenn man ein bisschen Gen und man dumm bastelt und so. Also, naja, ich mein, so einfach ist es wahrscheinlich so, nicht. Ja, aber ich meine, all along. Es ist nicht so, dass ich jetzt a priori... Ja. Also, und was ist der richtige Antrieb, warum Sie das tun? Ich habe eigentlich zu studieren angefangen Agrarbiologie und wollte eigentlich in die Entwicklungshilfe gehen mit dem Wissen, was ich mir da so aneigne. Und diese Motivation jetzt nun zur Ernährungsproblematik beizutragen, das ist eigentlich ein Motiv, was mich immer noch leitet. Aber das ist sicher auch inzwischen rationaler geworden und zielgerichteter geworden. Auch, ich glaube auch, dass es durchaus... Man könnte sagen... Wenn Erdöpfchen nicht mehr faulen, dann kann man sie ja quer durch ganz hinter Vorderasien führen, bis dorthin, wo ein Hunger ist, und sie faulen noch immer nicht. Möglicherweise. Könnte man das so? Ja, genau. Ist das schon einmal passiert? Also zum Beispiel diese holländischen Tomaten, ne, die führt man ja quer durch Europa. Aber das sind keine Transgene. Die führt man... Das sind normal gezüchtete Tomaten. Ach so, aber die fallen trotzdem, die sind wieder bestrahlt. Die sind grün geerntet und die transportiert man grün und sind sehr fest. Und dann tut man sie, wenn man sie irgendwo braucht, dann tut man sie mit einem Gas, mit Ethylen begasen. Und dann werden sie rot, dann werden sie reif. Und dieser Reifungsprozess, der ist halt relativ unnatürlich. Und deshalb sagen wir Genetiker, Gentechniker, wir ersetzen die Chemie durch Biologie. Also wir würden uns durchaus als Grüne bezeichnen, wenn ich das sagen darf. Aha.
vielen Dank, dass ich Sie segieren durfte. Ja? Es war mir eine Freude. Ich danke. Ich hoffe, dass Sie nicht zu großen Nutzen daraus gezogen haben. Inwiefern? Dass Sie jetzt also sozusagen von Fettberg bedruckt auf Ihre Visitenkarte drucken und damit sozusagen können sagen, na ja, ist eh alles in Ordnung, was wir machen. Naja, wenn es der Sache nützt, werde ich das vielleicht ja, auch ja, tun. Warum? Ja. Also ja, hätten Sie was dagegen? Nein, ich meine, was war, das ist wahr. Das ist gewesen. Würde ich auch meinen, ja. Zu diesem Beruf können wir sogar Polaroid machen. Habe ich das jetzt gut übergeleitet? Das ist auch eine Art des Kopierens. So wie DNS auch kopiert wird, so werden das Foto auch eine Art Kopie von uns zwei. Ja. Mhm. Danke. Lieber Herr Professor, aus sozusagen aus Demonstration, Dosenschießen zum Wochenausgang. Wollen Sie sich... Ich werde mich bemühen, zu treffen. Aber nicht daneben schießen, bitte. Na, mit unserer DNA-Kanone muss ich auch gut zielen können. Der Oliver hat mir auch den Tipp gegeben, möglichst tief zu zielen. Steht da richtig? Einen Meter, ja. So. Zu tief! Zu tief. Ein Millimeter. Ja. Herr Professor, vielen, vielen Dank fürs Dagewesensein. Mein Buch. Ja. Ich danke herzlich. Ich danke auch. Wiedersehen. Vielen, vielen Alles Dank. Gute. Alles Gute.